Was geht, Freunde? Bevor wir in das eigentliche Video reingehen, will ich noch kurz meinen Partner Enneba vorstellen. Der eine oder andere Hase kennt Enneba schon. Hier habt ihr die besten Preise für PSN-Karten, Xbox-Karten. Wenn ihr Spiele braucht, zum Beispiel EAFC, jetzt kam auch noch Spider-Man 2 raus. Also hier habt ihr die Preise, wo ihr nochmal den einen oder anderen Euro sparen könnt. Und manchmal gibt es auch Aktionen, da könnt ihr ganz kurz mal in Instagram unten in der Videobeschreibung abchecken. Die hau ich dann in die Insta-Story rein. Wenn es eine Aktion gibt, wo man noch mal ein bisschen mehr sparen kann, hau ich die mal da rein. Und ansonsten ja, gerne einfach den Link abchecken. Da kommt ihr zu Enneba. Falls ihr wieder PSN, Xbox oder Spiele braucht, findet ihr alles da bei der guten Seite von Enneba. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Na, 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 na. Kommt der Junge. Ich bin ready. Ich bin ready, Jungs. Der Big Boy kommt. Yes, bitte. Boah, Junge, der stinkt, der Furz, Alter. Scheiße, Alter. Das bringt Glück, der Furz. Okay. Das ist auf jeden Fall kein guter Spieler, wie ich sehe. Dead Boy. Das ist like fucking shit, man. Okay, den können wir gleich auflösen. He looks like fucking... Ne, oder? Oder ist das doch Mirham? Pirlo! Der neue Pirlo! Wie kostet er? Wie kostet der Sanchez? Wie kostet der Sanchez? 280k, Junge. Ja, moin Meister, Digga. Geil. Finesse Plus, jawohl. Weißer Finesse Plus. Oh mein Gott, das ist ein Banger right here. Trivella Plus. Oh oh. Oh oh. Oh, das sieht wie so ein richtiger Bastard aus, glaube ich. Oh ne, oder? Oh ne, ne? Wieder so ein richtiger Bastard, oder? Als ob Cantona Sander. Als ob Cantona Sander. Als ob Cantona Sander ist da drin, Chat. Das ist Cantona Sander. Ne, wieder der Bastard, hä? Was ist das denn? Also auch wieder ein Stinker. Also auch wieder ein anderer Stinker, Junge. Wie viele Stinker wollt ihr mir noch geben, Alter? Mein Gott, Junge, stinken die alle, Alter, die ganzen Icons hier. Gib jetzt hier, oh mein Gott. First Touch Plus ist nice. That's a nice one. Finesse Plus noch, bitte. Ah, ist auch nur ein Finesse Plus. Ach, leck mein Arschloch, Alter. Das ist Schwanz, Alter. Bastard, Alter. Oder? Mann, warum kommen da nur so Bastarde, Mann? Seit 3 Monaten kommen da nur Wichser bei mir, Mann. Ey, Mann, Alter. Ey, das kann doch nicht sein, Junge. 3 stinkende Winterschwanzkarten, Alter. Mann, ey, die stinken wie Scheiße, die drei. Doppel 83er. Oh, wir haben einen. Who is that? Forsberg. Forsberg. Ja, nämlich. Ich wusste gar nicht, dass er in die MLS gewechselt ist. Das ist irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich dachte, der ist ja immer noch bei RB. Hä? Der ist einfach nur in die andere Liga gewechselt. Das ist immer noch bei Red Bull, lol. Was ein Mac ist. Habe ich auch noch vor Offscreen gezogen. Den guten Mann hier. Habe ich auch noch Offscreen gezogen. Habe ich verkauft direkt für. Weiß gar nicht für wie viel. Für 37k habe ich ihn reingestellt. Der ist direkt weggegangen. Der glaubt, der kostet bestimmt jetzt weniger, ne? Ich weiß nicht. Schau mal gerne rein, wie viel der kostet. Der war tauschbar gewesen. Da habe ich, glaube ich, jetzt für 37 schnell reingestellt. Das war, glaube ich, die erste Minute gewesen, direkt weggegangen. Kostet bestimmt auch nur noch Abstoß, so 10, 15k oder sowas, ne? Hier ist er weggegangen. 37k, 38k, nimm mal mit. Free Money. Okay. Steht fest. Varan habe ich ja auch schon. Genau, Varan, Team of the Week hatte ich ja gehabt. Den habe ich schon reingepackt. Der wird auch heute gespielt. Ich brauche noch 2 Spiele, dann ist er full. Habe ich doppelt 5 Varan. Einen schönen Upgrade. Ey, das ist extinct. Das ist tauschbar, oder nicht? Hey, Varan. Ich schwör's, die hören mit, ey. Das ist ja Wahnsinn, wie die mithören. Ist extinct, ne? Aha. Wer Varan haben will, hier. 10k. For free. Take it. Ooh.
Was ist denn mit den Picks heute los? Zweimal Rotri, jetzt noch ein KDB hinterher. Okay. Okay, Chat, gehen wir rein in die Weekend League. Die letzten 11 Spiele haben wir noch übrig. Ja, wir haben leider Freitag am Ende gegen ein Fünferketten-Maggis getroffen. Ja, war ein bisschen unlucky, würde ich mal sagen. Haben wir dann das Spiel noch abgegeben. Aber okay, im Großen und Ganzen war es in Ordnung gewesen. Ja, heute ist auch erst halb zwölf, also vielleicht ein bisschen leichteres Matchmaking. Auch ein starkes Team, würde ich sagen. Wir haben eigentlich nicht viel an 9 Karten, 4 um genau zu sein. Wir haben den 9 Varan. Ich hatte den Inform Varan, der momentan extinct ist, hatte ich noch im Verein gehabt, habe ich ja irgendwann mal gezogen. Und da habe ich direkt reingepackt. Mir fehlen, glaube ich, noch 2 Spiele, wo ich irgendwie gewinnen muss. Dann hat er nochmal plus 2 bei Pace und so und kriegt doppelt 5. Also wird eine richtig nice Karte, bin ich gespannt. Wir haben den 9 Hachi drin. Der gute Mann auch Doppel 5. Wir haben Mares drin, bisschen günstiger, auch Doppel 5. Und wir haben Mia Hamm drin, auch Doppel 5. Alle neuen Zugänge Doppel 5 dann. Plus Vieira, wahrscheinlich Abschiedstour. Weil danach, mir fehlt noch eine SBC bei Makelele. Dann wird der neue Makelele, glaube ich, seine Position übernehmen. De Bruyne, die anderen kennt ihr alle. Ist ja nichts Besonderes. Cafu noch, der kriegt auch noch eine Chance, weil mehr ja, Chemie einfach nur. Boah, warte, ich gucke das gleich mal an. Die Perfect Jazz. Casillas, Varan, Ribéry, okay, nice Team. Mares. Was ist denn los mit diesen ganzen. Ich verstehe das nicht, diese Powershots, ne? Die gehen nicht mehr aufs Tor bei mir, ne? Ja, ein Papier jetzt aber, ja, eigentlich. Ich dachte schon, ey, der schießt wieder daneben. Der will ja durchlaufen mit Werner, ne? Digga, wie bewegt er sich so krass? Ich schwöre auf alles, ey. Ich finde das. Junge, das ist doch nicht dasselbe Gameplay, Mann! What am I fucking seeing, Alter? Digga! Oh, das ist ein nice Team, Bro. Das sieht ja nice aus, Bro. Cool. Ja, ich kann nichts machen, Chat. Ich sage jetzt schon, ich kann nichts machen. Ich kann jetzt schon sagen, ich kann nichts machen, Chat. Das ist. Ne? Ja, ne? Wieder Cheese Goal machen. Ja, ne? Wieder Cheese Goal machen, ne? Das ist gutes FIFA, oder, Chat? Oh, ist die Büro wieder verteidigt vor der Ecke? Oh, da wieder ein Bier-Rebound-Tor. Oh, FIFA ist so schön, Chat. Guckt euch bitte an, das ist. Da wird so viele Probleme lösen. Die Büro programmiert so ein teures Spiel. Ihr programmiert so ein teures Spiel, um es mit euren eigenen Servern zu ficken. Ihr fragt euch immer, wo sind die Probleme? Ich sag's euch, ey, das sind die Server, Mann. Ihr müsst nicht patchen. Macht eure Server vernünftig. Diese ganze DDL und diese ganze Scheiße, die passiert ist, nur wegen euren Servern. Okay, schauen wir mal, ob der Messi drin hat. Ach du Scheiße. Oh, nice Team. Hachi! Oh, nice Goal wieder. Das ist ein nice Goal vom Gegner. Schmeckt. Oh, das ist leider ein Tackling, den ich nicht bekomme. Guck mal, wo meine Spieler stehen. Guck mal, wo meine Spieler stehen. Ich kann nicht mehr verteidigen. Das ist Red. Das ist Red Card, man. Das ist Red Card. Das ist Gelb! Come on, letzter Mann or not? Nicht letzter Mann? Was, nicht letzter Mann? What
What the fuck, man, ey. Guck mal, was meine Verteidigung. Ich schwör's dir. Warum tackelt er da? Warum tackelt er da? Wie? Ja, das ist. Ich kenn das. Wenn du verlierst, kriegst du immer noch stärkere Gegner. Kennt man doch. Fucking game, bro. Rein und have fun. Weil es einfach wirklich, das Spiel ist so schlecht einfach. FC Bonito. Okay. Wie nimmst du das Gold? Okay. Der Player of the Month kommt ja demnächst, hat ja gewonnen. Junge, Mares, du Bastard, das ist ein 5-Stellen-Weg-Fot. Guck mal, rest jetzt. Ja, geht doch. Muss doch den linken benutzen. Der rechte funktioniert nicht. Mares! Finally. Der linke funktioniert. Bing! Dries. Okay. Eikart, Messi. Alright. An sich nicht mal so krass das Team, außer Messi, aber vielleicht ein Cracky. Bloß, ich muss eigentlich nur Messi decken, sag ich so. Das ist, ja, sag ich dann halt der Deckenball. Ich schwör's, ich sag's noch. Elfmeter. Let me shoot quick, let me shoot quick! Ah, yeah, I love your game! Schön, 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 nice, ne? Ja, klingt schon wie so ein richtiger Freak, ja. Ja, sieht auf jeden Fall viel einfacher aus als der letzte Gegner, ne? Alter, dieses Spiel, ey. Das ist ja gar kein Abseits! Das ist ja gar kein Abseits, mein Freund! CSK Larissa! Okay. Da auch den neuen Garan. Makelelelele. Und Diani! Okay. Digga, das ist so träge, das Spiel, Mann. Digga, was ist das denn für ein Stellungsspiel von Varan? Mann, Varan! Wo stehst du? Spiel doch den Ball! Wieso bist du den Ball nochmal an den Spiel? Ich hab so früh gedrückt, Alter. Ich werd wahnsinnig von dem Spiel. Ich werd wirklich wahnsinnig von dem Spiel. Ich drück das alles, die macht das alles nicht. Digga, ich werd wahnsinnig! Ich werd wirklich wahnsinnig! Ich werd wahnsinnig, Digga, von dem Spiel, Alter! Guck mir mal. Usadebi, Baby, okay. Wenn ich das verliere, Bruder. Ja. Gibt's da irgendein Tor? Als ob! Hä? Ich hätte Crossbow früher anmachen sollen. Zollbrecher kommen, Junge. Mir egal, yo. BHA heißt der Gegner. Aus Köln. Alright, I see you. It's a nice little shitty team. Quit or what? Olaf Schulz heißt er einfach. Hä? Ich spiele gegen Olaf Schulz. Nee. Ich spiele einfach gegen Olaf Schulz.
Alter, ich spiele gegen Olaf Scholz jetzt. Als ob, nein. Ich wusste gar nicht, dass der Bundeskanzler auch Dings spielt. FIFA, Alter. Da ist ein Linientor jetzt. Und jetzt? Alter Junge, was ein... Oh, dieses Spiel ist so schlecht, Digga, Chat, ey. Auf einmal komplett krumm, ne? Ne, ne, Chat, ist kein DDA, oder? Ist kein DDA, oder? Ist kein DDA. Ist nicht schlechtes Server. Och, der auf einmal, ich schwör's, erklärt mir das mal einer jetzt von den ganzen Leuten, die so viel labern. Wieso ist sein Fuß jetzt nicht gerade? Wenn man sieht, dass es nicht gerade ist, damit er den genau jetzt nicht richtig annehmen kann und den Ball dann verlierst, müssen mich verarschen oder was? Guck mal, wie krumm der Fuß ist. Guck mal, what the f... Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach du, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, die hat erstmal den Ball auch nicht berührt. Den Ball wurde auch nicht berührt. Und dann noch durch den Fuß. Ach so. Ach so. Ach so ist das. Nö, ne? Die guten Server sind... Ich labe Scheiß, ne? Schlechte Server ist, passiert sowas nicht, ne? Bei schlechten Servern nicht. Okay. One shot and one shot only, okay. Shit, man, das ist ein nice Team. Oh, Penna hat er gemacht, krass, hätte ich nicht gedacht. Eieiei. Ach du Scheiße. Ich weiß es. Außer ich drücke alles schon 10 Mal vorher, wie hier zum Beispiel. Ihr seht ja, ich versuche so Sachen vorher schon zu drücken. Wenn ich sehe, dass ich vielleicht 2-3 Pässe schon vorher drücken kann, dann geht das halbwegs. Messi macht alles. Er hat alle hingelockt. Easy. Toll, gib mir Messi, kannst spielen. Was soll ich machen, wenn ich ihn nicht hab? Was soll ich denn machen, wenn ich kein Messi hab? Und dieses scheiß unbeweglichen Spieler spielen muss. Gib mir Messi, ist over. Cheeky little Teambewertung am Messi. Ja, nur Messi ist spielbar, auch bei Schrottgame. Der heute wirklich... Ich sage es sehr oft, aber heute wirklich, oh, heute wieder seit Monaten, nicht seit Wochen, seit Monaten das schlechteste Gameplay aller Zeiten. Eine Taktik, die sonst immer geklappt hat, klappt auf einmal nicht mehr, weil einfach nichts geht und nichts sich bewegt. Okay, man, aber ey, muss man halt akzeptieren, wenn man das Spiel spielt anscheinend bei EA Sports. Messi, wie gesagt, der einzige Spieler für mich, den ich bei scheiß Gameplay spielen kann. Der spielt sich wie, als wäre das Gameplay normal. Du musst reinpayen, um sich bewegen zu können. Das ist geistgestört. Und der kostet leider 8 Millionen. Den kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir aber eine Mia Hamm leisten. Und, Digga, ich weiß nicht, was mit der los ist. Ich kann die nicht bewegen. Warum ist sie so unbeweglich? Also, ich weiß, heute Gameplay war komplett möglich. Und die Bewertung zählt auch für das Gameplay. Und die hat jetzt nicht schlecht performt. Die hat natürlich gute Dinger gemacht. Und die ist eine gute Spielerin. Aber warum ist sie so unbeweglich? Selbst bei schlechtem Gameplay muss sie eigentlich beweglich sein, meiner Meinung nach. Ja, Powershot bin ich auch nicht so stark, deswegen kann ich ja nicht das volle Potenzial von ihr ausnutzen. Das ist eine gute Karte, ich verstehe auch, wie stark die ist, aber mich hat es echt gewundert heute, wie schlecht ihre Bewegung ist. Dasselbe bei Hachi. Das hat nämlich einer heute reingeschrieben, dass seine Beweglichkeit nicht gut ist. Und ich dachte, hä? Klein und und nicht mal schlechtes Dribbling-Stats und die Trades hat er ja auch noch. Der Typ ist so unbeweglich, ist das geistesgestört.
Ich weiß nicht warum, der ist, also wie das Gameplay heute ist komplett Katastrophe gewesen. Aber dann erwarte ich auch trotzdem, dass sie sich irgendwie bewegen können. Macht keinen Sinn irgendwie. Trotz, also egal wie schlecht das Gameplay ist, also die müssen sich auch besser bewegen können als die anderen Spieler. Die konnten sich einfach nicht besser bewegen, sogar noch schlimmer. Ja, ist nicht schlecht gewesen hier mit den Finesse Plus und so alles, aber bei Schrott-Gameplay, bin ich ehrlich mit euch. Habt ihr ja gesehen, was da passiert ist, ja. Habt ihr gesehen und das Problem ist, Jungs, Varan ist gut, aber er ist genau das, was ich gesagt habe, was ich nicht spielen kann in der IV. Wenn das Gameplay schlecht ist und wenn ich diese Offensive 4-3-2-1 spiele, er hat gute Stats, er hat Doppel-5, alles nice, er hat gute Trades, alles nice. Das Problem ist, er ist trotzdem langsam und er ist trotzdem unbeweglich. Und ich wurde da so gekillt davon die ganze Zeit. Unser Stellungsspiel war dafür nicht gut genug, um das zu kompensieren. Es stand voll oft nicht gut. Und dafür ich konnte dann mit seinem Pace und meiner Beweglichkeit dann nicht mehr retten. Und dann wieder plus das schlechte Game, plus er war nicht mal der beweglichste und schnellste. Hat mich so gekillt einfach. Ja, also für Leute, die halt vielleicht mit der Viererkette spielen und hinten stabil stehen, ist er gut. Aber sobald du wieder dieses bisschen offensivere spielst, brauchst halt wirklich bewegliche IVs. Klingt weird, aber ihr werdet es verstehen irgendwann, wenn ihr das auch mal spielen würde, diese Taktik. Mahrez war in Ordnung gewesen mit dem Preis. Diesen Card, Pace vielleicht ein bisschen zu wenig, um auf dem Flügel mehr Attacke zu machen. Fake Sets bisschen mit dem Weak Foot. Linke Fuß war stark gewesen, fand ich. Tripling war decent, Passen war decent. Oh. That's fucking it. Was willst du machen? Okay, geh mal rein. Futter wahrscheinlich, aber. Ja, schau mal, 8 Maß ist gut. Schau mal, was wir ziehen hier. Okay. Rein. Dann nehme ich glaube ich aber Hahn an. Ich nehme da glaube ich aber Hahn an, Chat. Weil dieser rein nass ist glaube ich nichts wert, oder? Ist dieser rein nass was wert? Ne, 27k. Dann nehme ich doch lieber den guten Haalandi Boy, weil der wahrscheinlich mehr wert ist. Haalandi, alright. 50k. Und Harry Kane, also sehr gutes Futter, muss man sagen. Futter ist sogar sehr, sehr gut, muss man sagen. Sehr, sehr gut. Kann man sich eigentlich sogar null beschweren. Okay, 100k Pack. Ja, das kann schon nichts werden. Das kann schon mal nichts werden, Bro. Stones, alright. 125er. Ja. Ist maybe ein Doubler drin. Ja, ist ein Doubler drin. Rotary, 89 immerhin. Bisschen Coinage. Bisschen Coins haben wir gemacht, paar 85er. Ist okay. Okay, tauschbar 3x85, das waren dann die wichtigen Rewards. Boah, das waren doch coole Rhythm Rewards, wofür ich mein halbes Leben gefühlt wieder abgegeben habe. Hab wieder gefühlt 3 Jahre verloren dafür. Nice, ne? Hat sich wieder gelohnt, 3 Jahre meines Lebens zu verlieren für diese Rewards. Gut, dass ihr die Rivals World verändert habt, aber die Weekend nicht. Top. Okay, 3x85. Oh, Promo. Brasilien. Wer ist das? Hä? Fred? Ah, das ist in Form. Und wieder Jordi Alba. Alright, nehme ich. Ist gut. Gutes Futter. Good father, man. Okay. Ohne Dingsbums, Chat. Ich gehe einfach rein. Ist mir egal, Chat. Ich gehe jetzt einfach rein. Hier brauchen wir nicht schieben, dies, das, anderes machen. Ich weiß, die Packwell ist krass, aber. Ja, wir gönnen die jetzt oder gönnen nicht. Bei mir kommt eh nichts, glaube ich. Mein Account ist seit Monaten verflucht. Geblacklistet. Trollen. Okay. Ich glaube aber, der ist auch nicht so krass viel wert, oder? Ich meine, das ist jetzt nicht komplett L, aber Polen. Das wird doch ein bisschen was wert sein. Ne, 80k, ja. Doch, da bin ich auch geblacklistet, Chat. Ich bin geblacklistet, der ist 80k wert. Ja. Jesus. So, was kriegen wir noch? Wir kriegen wir hier noch alles. Guck ich das jetzt an. Das kriegen wir jetzt alles. Uiuiui. Come on, yeah. Da muss doch jetzt was kommen. Wegen daraus. Gucken wir mal uns an, was wir bekommen. Also, 85 plus Pick, Doppel 86, 3x85, Doppel 83, Doppel 84, 3x83, 5x83 und nochmal ein 5x84 und nochmal ein 10x83. Oh mein Gott, nee.
Okay, komm, geh mal rein. Vielleicht können die ja was. Boom. Auf. Okay, Oblock. 5x33. Oh, wir haben eine Promo. Wer ist das? Ach, Doppelbock. Oh, das ist ein Doppelbocker, sehr gut. Ah, wieder ein Danjuma, nehme ich 89 Rating. War keine geile Karte wie immer. Yeah. Ja, was? Ich glaube, wir kriegen den Hero Pick hin, Jungs. Das sieht gut aus bis jetzt. Icon, oder? Icon. Ist Pirlo! Na, oh, ist Nessa! Ist Nessa! Ne! Warte, ist Doppel! Hey! Du Bastard! Du hast ein Bastard! Ich stick! Oh mein Gott, Digga! Digga, wäre sogar Nessa besser gewesen als dieser Idiot! What the fuck? Du wolltest ein Icon haben, hier ist dein Icon. Ja, geile Icon, Bro. Mama mia, Junge. Ach du Scheiße, alle 40k Icon. Ich geh kaputt, Alter. 10x83. Hier! Ey, bitte nicht! Nochmal! Das ist ja Larson. Shit, Alter. Digga, zwei Icons am Stück, aber. Hä? What the fuck? Hä? Das ist der neue Larson. Boah, die sind. Ist aber was wert? Aber ich glaube, der ist auch nichts wert, ne? Ich glaube, der ist auch nichts wert. Sag mal. Ja, einfach Abschluss direkt. 5-4 sogar, Alter. Sieht aber nicht mal so. Das sieht wirklich nicht mal so scheiße aus, wenn ich ehrlich bin, ne? Ne, 2 haben wir noch. 3x5 Maschinen und Doppel 86. Komm. Boah, komm. Back to back. Oh, aber wieder Promo. Oh. Mbappé? Nee, Katoto. Egal, aber vielleicht ist was Geiles, Alter. Komm, wie gibt's da? Ich weiß nicht. Gib mir einen geilen mal jetzt. Komm, ey. Wer ist das? Casemiro ist gut! Casemiro. Oha! Der neue Casemiro! Oh, der war eine 500.000 eben gewesen. Oha! Oha! Jo, 500.000. Leckerli. Oh, Junge, der Doppel 5. Oh, Junge, mein neuer Sechser, Junge. Hoho! Lecko mir, wo du brauchst einen Chuamini, jetzt sieht sogar 10-mal geil aus, dieser Chuamini. Ach du Scheiße. Was ein Monster, Junge. Back to back. Big Boys gezogen, Alter. What the fuck? Fantasy Snyder, gut ist. Auf geht's, Jungs. Halt nicht gelebt, komm, nach dem Casemiro und Schneider hab schon ein neues Mittelfeld. So, wir trotzdem erfolgreich heute. Bing bong ding dong. Oh, da ist er doch wirklich. Aber der billige, leider nicht. Ja, aber nicht der. Also ich bin trotzdem zufrieden, der ist trotzdem krass, den habe ich ja schon gespielt. Der andere wäre geil, aber ey, ich bin nicht 400k, glaube ich, ne? Ja, 400k. Nehme ich mit Doppel 5. Ja, ist doch geil. Für Teambauen auch ganz geil für den Achter. Also wirklich als RZM richtig geil gewesen. Können wir öfters nicht mal spielen. Wirklich, also ist nicht verbuggt der Pick, aber es kommt wirklich sehr. Also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, im Stream haben wir auch schon 8-9 Stück geöffnet und da haben wir auch, glaube ich, schon mindestens mal die Hälfte kam Schneider, der oder der Fantasy.